Blumen für Linda Meyer. Sie ist die 1000. Absolventin der Lehre mit Matura. Rechtzeitig zum 10-Jahr-Jubiläum des Erfolgsmodells wurde die Schallmauer durchbrochen. Welches Resümee zieht die Fotografin und Mediendesignerin? Ich habe mir eigentlich sehr viel Zeit genommen für die Matura, weil ich zwei Lehren gemacht habe. Und es war eigentlich total super für mich. Also ich würde das nur vom vollsten Herzen weiterempfehlen. Und auch am Wifi war es total klasse, weil die Trainer alle fachlich sehr kompetent waren und auf Fragen eingegangen sind und spezielle Bedürfnisse. Und also ich gebe beide Daumen hoch sozusagen für dieses ganze Programm. Die frisch gebackene Maturantin, die mittlerweile auch ein Unternehmen gegründet hat, denkt nun auch an ein Studium. Einer der ersten, der das Programm in Anspruch und die Zusatzbelastung auf sich genommen hat, war Florian Gmachl vom W&H Dentalwerk Bürmoos. Durch das, dass wir 10 Lehrlinge waren und 3 davon, unter anderem ich, haben das Programm in Anspruch genommen. Und da motiviert man sich doch gegenseitig ein bisschen und dann wird es schon um einiges leichter. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was die Zukunft bringt, aber wie gesagt, jetzt mit der Ausbildung im Hintergrund stehen mir eigentlich viele Türen offen. Zwei Beispiele, die den großen Erfolg von Lehre und Matura veranschaulichen. Das Förderprogramm wird von den Sozialpartnern Wirtschafts- und Arbeiterkammer abgewickelt. Die Zahlen der Absolventinnen und Absolventen von Lehre mit Matura sprechen für sich, wenn wir mittlerweile mehr als 1000 Absolventinnen und Absolventen haben, wenn man weiß, dass zurzeit knapp 1300 Jugendliche im Programm drinnen sind und wenn über 4800 schon durch das Programm gegangen sind, dann wissen wir, dass es eine wunderbare Ergänzung zur Lehre ist. Aber auch die Betriebe profitieren von dem vor 10 Jahren eingeführten Fördermodell. Ja, wir kennen aus Studien, dass in etwa 50% der Absolventen mit Lehre mit Matura andere Berufswege oder Weiterbildungen, Studiengänge machen und absolvieren. Aber wir erkennen auch, dass also die meisten wieder in die einzelnen Berufs- und Branchen zurückkehren mit besonders qualifizierter Ausbildung. Und vor allem ist es uns auch wichtig, dass diese Lehre mit Matura der dualen Berufsausbildung ein besonderes Image gibt. Eine wichtige Imagekorrektur für die Lehre, die nun keine Bildungssackgasse mehr ist, sondern viele Karrierewege öffnet. Das große Interesse von Beginn an hat sogar die Verantwortlichen überrascht. Damals haben wir so mit zwischen 3 und 5% aller Lehrlinge in Salzburg gerechnet, die Lehre und Matura machen werden. Mittlerweile, ich glaube, zwar ist noch nicht angesprochen worden, 16,5% sind es aller Salzburger Lehrlinge, macht Lehre und Matura und das ist österreichweit. Ein einzigartiger Wert gibt es, glaube ich, nirgendwo auch nur annähernd. Zudem haben Salzburgs Teilnehmer von Lehre und Matura beispielsweise in Mathematik österreichweit am besten abgeschnitten. Fast 90% jener, die bis zur Reifeprüfung durchhalten, schaffen auch die Matura. Die Jugendlichen werden mit Coachings und Lernlaboren unterstützt. Außerdem müssen sie sich einem Aufnahmeverfahren unterziehen. Dieses Aufnahmeverfahren besteht aus einem Diagnosecheck, aus einer Potenzialanalyse und aus einer eigentlich Bewerbungsgespräch, wenn man so will, wie in einem richtigen Job. Und das hat sich bewährt bei uns in Salzburg. Das hat sich so stark bewährt, dass wir mittlerweile in Vorarlberg eingeladen werden und sagen, wie macht ihr das in Salzburg? Könnt ihr das Salzburger Modell vorstellen? Das heißt, es funktioniert. Und das soll es auch weiterhin. Deshalb wird das Programm immer wieder nachjustiert und verbessert, damit möglichst bald der 2000. Absolvent sein Reifeprüfungszeugnis in Empfang nehmen kann.